Aber die wahre Kraft entfacht es erst mal, wenn sie in den Schnee pinkelt. Krockel holt seinen kleinen Schniepi raus und fängt an. Guck mal, mein Schniepel. Auf jeden Fall solltet ihr die Hände weg von diesen Steinen lassen. Ich denke mal, sie sind wichtig. Die werden nicht ohne Grund da drin sein. Deswegen. Achso, ihr meint wegen den leuchtenden Steinen. Genau die. Also Jorla kann schnitzen, wenn ihr sagt, wir brauchen neues Holz, wir fällen einen Baum und wir holen her. Aber Jorla hat nicht wissen, was bringen Zeichen und Symbole. Jorlak auch nicht wissen. Jorlak soll einen Baum fällen? Und wir brauchen noch so einen Leuchtestein. Ja, wir brauchen noch einen Bergkristall. Jorlak anfangen mit Holz. Das kann Jorlak. Ich glaube, das ist nicht sehr sinnvoll. Auch wenn wir den Stamm rekonstruieren und diesen Bergkristall finden sollten, fehlen uns immer noch die Zeichen. Vielleicht kann man die Zeichen ja von den anderen ableiten. Also die Zeichen, die da sind, und dann muss man die irgendwie auf den anderen Dingen und dann geht das wieder. Eben, das denke ich auch. Wir brauchen das eins gleich. Wir sind mehr als eins gleich. Also mehr als eins gleich. Also die sind sich zumindest immer ähnlich. Ich würde trotzdem einen Odem sprechen und mir Zeit dabei lassen. Es sei dir gestattet. Möchtest du dir einen einzelnen Stein anschauen oder möchtest du das über Sichtbereich abhandeln? Sichtbereich war noch mehr in Erschwernis, ne? Ja, habe ich aber gerade nicht drauf. Nee, ich schaue mir nur einen an. Und jetzt kann nur noch mal kurz gesagt, ich sehe bloß ein Zeichen, das gleich ist. Weil die anderen ein Teil dieser jeweiligen Struktur fehlt. Die sind nur teilweise ähnlich. Ergänzen. Eine starke urtümliche Magie, die die Kraft des Elements Eis mit der Verwandlung der Umwelt verbindet. Gib mir mal eine Magiekundeprobe. Ist durchaus sehr stark, würdest du sagen? Und ist mit dem Höhleneingang verbunden. Sowohl in Richtung Höhleneingang als auch die anderen Kräfte bzw. Bergkristalle miteinander. Tau konzentriert sich und spricht Tevidias. Leuchtet. Wahrscheinlich sehr, sehr rot. Die Art des Musters kennst du nicht. Dir ist nicht bewusst, welche Merkmalskenntnis das ist. Wohl Naturmagie, aber welcher Zauberer so etwas gewirkt hat oder kann, weißt du nicht. Zumindest ist es nicht hexisch. Also in Aranien hast du viele Hexen kennengelernt, hexisch ist es nicht. Die Gesamtstruktur, also die eingewobenen Sprüche, schützen die Pfeiler vor elementarer Intrusion und Abrasion, also vor Wind und Wetter. Es ist irgendwie mit dem Toreingang verbunden. Habt ihr in der Höhle noch irgendwas gefunden oder war da alles leer? Ja, alles leer. Also viel Kacke, aber wir haben nicht weggemacht, wir haben nicht durchsucht. Ihr meint, ihr habt wirklich Kacke oder Dinge? Drachenkacke. So große Berge, guck mal, so groß. Eventuell die Höhle der Drachen oder deren Die von Drachen. Hier kommt gerade eine Idee. Das ist die Höhle von Drachen hier. Das vielleicht Sie ein haben gesagt. Gefängnis sein für den Drachen? Möglich. Jorlak nicht wissen. Jorlak gehen jetzt los und fällen Bäume. Tau setzt mit seinem Stab in den Schnee und sagt, ich vermute. Reich mich denn? Also die eine Stele hat oben ein Dach und die andere unten. Das ist doch bestimmt irgendwie wichtig, denke ich. Und die beiden unten haben Striche an der Seite. An sich vermute ich, dass es sich hier
Bei der einen Säule. Ach Gott. Wolltest du was schreiben? Ich wollte zeichnen, aber. Dann musst du. Du kannst mit dem Rechtsklick kannst du auf den. Auf das Gepunktete, auf das Gekästelte machen. Dann hast du kein Inlay drin. Ah. Aber guck mal, das eine da hat einen Stuhl drauf. Deswegen. Vielleicht muss man sich auf die Stele draufsetzen. Symbol ist einzigartig, also es kommt nur einmal vor in den ganzen Symbolen. Ja. Das meinte ich ja gerade, jedes Symbol kommt an sich bloß einmal vor. Also bis auf diese Schlange ist das. Genau. Dieses hier meint ihr? Genau. Aber ansonsten. Also ja, das Gemeinsamkeit. Da rechts oben, das ist der Deckel oder so. Hm? Genau, und das links oben ist das Unterstück vom Besen. Oder von der Stele. Und die anderen beiden sind dann bestimmt in der Mitte. Oh, das ist schlau. Er ist ja auch ein Schamanerich. Ja, das stimmt. Aber jetzt müssen wir ja noch rausfinden, welche von denen jetzt noch fehlen. Ja, aber wenn der schon einen Deckel und einen Boden hat, dann muss ja auch ein Mittelstück wieder fehlen. Genau. Muss ja sein. Ich bin auch fast so schlau wie ein Schamane. Und sowas haben wir nicht, oder was genau ist das? Habt ihr euch das schon mal genauer angeschaut? Das Zeichen oder die Säule? Nein, dieses Leuchten da oben. Da ist es mit dem Höhleneingang verbunden. Und es ist gegen Wind und Wetter geschützt, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Da bin ich nicht bewandert genug. Ich habe so eine Magie noch nie gesehen. Ja, ich vermute allerdings, dass die Säule diese Bezeichnung haben müsste. Ich habe euch in den Sand gezeichnet. Du kannst auch Freihand zeichnen, da musst du nicht so gerade Linien ziehen. Ja, aber das hat bei mir gerade irgendwie nicht gesnappt. Frag mich nicht warum. Ich habe vielleicht eine Vermutung. Der Drache heißt ja Tagrandir. Und wir haben hier genau 8 Zeichen. 2 fehlen uns noch. Das heißt eventuell der Name des Drachens. Das ist seine Höhle und das sind wohl Schriftzeichen, die wir nicht kennen, oder? Wird er dann geschrieben? Es wird auf jeden Fall von der Anzahl her passen. Goggle-Moggle, kannst das wäre auch lesen? Eine sehr gute Idee. Also das, ich kann nicht lesen. Erklärt zumindest, das heißt, warum ich es nicht geschafft habe. Dann müssen wir doch jetzt nur noch rausfinden, welche von den Buchstaben fehlen, richtig? Es fehlt das eine Zeichen, was dupliziert da ist. Nee, beide Zeichen, die doppelt sind. Beide Zeichen, die doppelt sind. Also bei diesem Namen, da sind doch zweimal der erste Buchstabe, also so ein A drin, richtig? Was ist denn das A? Das korrekt. Problem ist, ja, zweimal das A würde passen, aber wir haben auch dreimal das R. Vielleicht fehlt uns dann ein R? Das A ist immer an der zweiten Stelle, das heißt, es müsste entweder oben oder unten stehen. In dem Fall steht es einmal oben und einmal unten. Vielleicht ist der Name nicht in richtiger Reihenfolge? Das kann auch sein. Was ich nur... Das R ist zweimal an unterschiedlicher Stelle. Einmal am Ende und einmal am Anfang. Nur, was ich meine ist, wir haben 2 Zeichen, die komplett identisch sind, aber wir haben keine 3 Zeichen, die komplett identisch sind. Genau, aber das heißt einmal, eins.
Deswegen fehlt dieses eine Zeichen noch einmal. Genau. Dieses seltsame S fehlt noch einmal. Oder das die S Schlange. Ist das A. Das S ist das R. Es ist R dreimal drin. Stimmt. Und ja. Einmal an der letzten Stelle und zweimal an der ersten Stelle. Das heißt... Stimmt, ja, ja, uns fehlt ein R und ein A. Das heißt, das ist das erste Zeichen. Also der linke, die linke obere Säule ist das IR. Genau, und dann ist doch die rechte das TA, richtig? Das andere, genau, das TA oder das RA. Ja, aber die Säule ist ja da oben zu. Also, das haben die ja so geschnitzt. Und wenn die andere Säule das letzte Stück ist, und die ist unten zu, dann ist das bestimmt der Anfang und das Ende. Oder nicht? Ich hätte beim Praius-Unterricht besser aufpassen sollen. Ich bin mit Buchstaben nicht so gut. Ja, wenn das Ende ist. So, dann haben wir einmal vorne. Warte mal. Hier, mach doch mal so Striche in den Boden. Dann also, kann ich mir das auch merken. Wenn wir es. Wir haben ein T, wir haben ein A. Dann wissen wir, dass wir auch ein R auf jeden Fall haben und ein I. Und dann haben wir noch ein zweites R. Weil das andere R sieht ja genauso aus. So, und weil wir wissen, dass die beiden. So, wir wissen, wo ein R ist. Wissen wir dann auch, wo das zweite ist? Wir brauchen bloß das Zeichen für das A und das Zeichen für das R. Das zeichnen wir dann auf den Baumschen machen und brauchen noch diesen Bergkristall und schon haben wir's. Genau. Und das R das muss oben und das A unten, richtig? Genau. Das heißt, das A müsste dieses Männchen mit dem abgeknickten Körper haben, das zweite, das obere von dem ganz linken, und das R müsste das S sein. Dann malt mir doch mal beide Symbole, so wie sie auch auf der neuen Holzsäule angebracht sein. Malt mir das mal so hin. Die Welle einmal links und rechts. Und dann die obere Rune und die untere Rune. Also die obere müsste... Also das R bin ich mir sicher. Das ist auf jeden Fall richtig. Das genau. Sein. Und das müsste das... Wie glaubst du nicht, das erste Zeichen müsste doch eigentlich hier dieser Strich sein, dieser mit dem Doppelstrich, weil es fängt doch mit TA an, richtig? Ja, also es fängt mit T ist unten, das A ist oben drüber. Das haben wir doch gar nicht. Hier auf das Gras einmal. Wie kann ich das wieder löschen? Mach ich kurz. Genau, also das hier müsste ein T sein und der zeigt dahin. Und dann ist also, das hier das A. Dieser Strich da mit zwei Strichen durch. Geh mal weg. Am besten ohne Füllung. Das versuche ich. Mit Rechtsklick auf die Kästchen. Ganz links oben. Ich hoffe, es geht jetzt. Das heißt, wir werden bei überprüfen. Können wir sonst auch die anderen malen? Hätten. Bauer Rogel zum Beispiel. Ach ne. Ja, ich habe auch das Problem. Und so müsste es dann sein. Bist du dir beim oberen sicher? Weil ja, das BA und dann. Wenn du auf die rechte Säule guckst und dann fängt es doch an mit TA und dann muss doch das andere Zeichen, also wir machen ja, doch jetzt auch ein AR oder nicht? Auf der linken Säule ist das TA. Auf der rechten Säule ist das IR. Bist du dir sicher? Weil oben, ja. Also der Name fängt doch von oben an. Nee, der Name fängt von links an und endet rechts. Links unten fängt er an, unten rechts hört er auf. BA, dann kommt das RK,
Dann kommt das RA, dann kommt das ND und dann unten hast du wieder das IR. Unten das IR? Weil die zwei Blitze sind das, was sich gleicht. Das sind die beiden Rs. Deshalb gehst du von unten links TA, dann kommt das RK, dann in der Mitte das RA, dann kommt rechts oben das ND und unten links das IR. Immer von unten nach oben, erster, zweiter Buchstabe. Okay. Ja, ja, also ich dachte hier, weil, schaust du, wenn du oben rechts guckst, da geht die Mauer so und dann geht die Mauer hier so. Ah, so meinst dann, du das. Okay. Deswegen fängt, okay. Fängt das hier an und endet hier mit. Deswegen musst du das dahin malen. Das hat der Schamane doch schon gesagt. Der Deckel und der Boden. Genau, das hier ist der Stamm vom Besenstiel oder wie du es nennen möchtest. Das ist gut. Vogel, das habe ich nicht gesehen. Ja, wisst ihr, das nennt man die Bauernschleue, nennt man sowas. Wir sind nämlich ganz schön schlau, auch wenn wir nicht wissen, wie man rechnet. Unter anderem. Deswegen haben wir dich dabei, ja. Oder? Ja. Ja gut, dann ist das A, dann ist... Genau, dann müssen wir... Das ist das A, genau. Genau, und den anderen, ich glaube, der andere war schon richtig. Der andere war schon richtig. Ja, ja, der andere stimmt. Die Frage ist nur, wie rum müssen wir jetzt... Ja gut, also wir brauchen ja die dritte Säule, ne? Weil das dann folgt ja nur R und A und das sind die beiden, die wir brauchen. Also müssen wir mit dem R anfangen und dann das A. Also ja, nein, die Frage ist nur, wie rum müssen wir es jetzt nehmen? Weil bei dem oberen lesen wir jetzt von oben nach unten und unten wäre es dann von unten nach oben. Jorlak haben Baum gefällt. Jorlak muss nur noch wissen, was geschnitzt werden muss. Wie meinst du, wir wissen, dass die rechte untere Säule... Jorlak, die haben keine Frau dabei, deswegen müssen sie ganz viel quasseln. Oh, doch, die. Oder können wir das noch die erste? Ich hol mal mein Schnittwerkzeug. Ja, genau. Wir wissen, dass die untere rechte Säule die zweite ist. Das heißt, die linke untere ist die vorletzte. Ja, also, genau. Also, welche Reihenfolge fragst du dich dann noch? Wie rum wir lesen. Ja, wir lesen. Genau. Macht ja auch nur Sinn, so rum. Sonst müsste man genau andersrum lesen, alles. Das heißt, wir schlagen erst das S und dann dieses... Das ist ein Strich mit einem anderen Strich. Genau. Genau, das denke ich auch. Das heißt, wir schlagen so und dann... Genau. Zwei Striche. Und dann am Rand hier diesen Fluss. Wellen. Genau. Und dann schlagen wir oben noch einen Bergkristall rein. Ja, und wo kriegen wir den jetzt her? Eine sehr gute Frage. Jorlak, wissen wo Bergkristall? Oh. Woher weiß Jorlak schon wieder Bergkristall? Jorlak, schon seit zwei Monaten hier. Jorlak wissen wo, aber Jorlak sich nicht trauen, weil Chakrakro verflucht. Wer? Chakrakro! Was ist das? Und wo finden wir das? Die verbotene Höhle. Da unten den Hügel runter. Und warum ist die verflucht? Große Spinne. Okay. Gut, damit können wir wenigstens arbeiten. Das ist hier nicht zu kalt für Spinnen. Du musst wirklich mehr abgehärtet werden. Abgehärtet in der Wüste, aber nicht hier. Es ist tatsächlich etwas kühl hier. Aber ich denke, ihr seid doch alle große Jäger hier. So eine Spinne sollte doch kein Problem für uns sein. Wenn wir sie überhaupt bekämpfen müssen. Ja, vielleicht schaffen wir es, ohne dass sie uns bemerkt. Mit ihr reden oder wie? Nicht, wenn ihr so laut rumlauft. Erst versuchen wir das Schleichen, dann versuchen wir das... Naja, ich würde es jetzt nicht Reden nennen, aber mal schauen, was man mit ihr machen kann. Und zur Not können wir immer noch kämpfen. Man kann sie essen. Ich habe gesagt, wenn man es als Reden bezeichnen kann. Wir wagen uns in die Höhle einer Spinne. Sie wird einen Hinterhalt für uns parat haben, da seid euch aber gewiss, wenn sie uns als erstes sieht.
Und das wird sie, wenn sie überall ihre Netze gespannt haben. Gut, aber ihre Netze sehen wir. Die sehen wir. Und wenn wir die berühren, kann es gut möglich sein, dass sie uns auch bemerkt. Naja, das meine ich ja. Aber die Netze sehen wir. Den Netzen versuchen wir auszuweichen und wenn es zum Kampf kommt, kommt es zum Kampf. In der Höhle ist doch bestimmt dunkel. Ich habe gehört, unsere Goblins können sehen im Dunkeln. Aber wir haben nicht. Wir noch Fackeln? Ja, aber ich doch nicht. Ich habe eine Fackel. Soll ich dann das Licht halten und ihr kümmert euch um die Spinne, wenn sie böse wird? Die Sache ist, wenn wir da mit Fackeln reingehen, wird sie uns sowieso bemerken. Also von daher. Ja, aber ich sehe im Dunkeln nichts. Nein, das meine ich ja. Also von daher brauchen wir auch nicht heimlich reingehen. Gut, dann gehen wir rein und töten sie. Wenn es sein muss. Ihr könnt den Goblins folgen. Eine knappe Stunde zieht ihr ohne größere Kletterpartie durch die Hügel und als ihr die merkwürdige Stätte von Tarkrandir verlasst, wird sich das Wetter auch wieder normalisieren. Es ist zwar immer noch regnerisch, aber nicht mehr eisig. Dann könnt ihr vor einem dunklen Loch stehen bleiben in dem schroffen Fels. Ein Höhleneingang, der recht schmal ist und kaum 1,5 Schritt breit. Wohl aber etwas höher. Man müsste wohl durchkriechen. Während ein unangenehmer Geruch aus der Höhle hinaus drängt und viele, viele Spinnenweben, die hier wohl im Wind hängen und naja, als Alarmfäden dienen, könnt ihr noch einen anderen Steinkreis erkennen, der wohl aber von Menschenhand erbaut ist und so eine Art Opfergrube für ein großes Tier ist. Ihr könnt darauf dann auch tatsächlich mittelreichische Schrift erkennen, auch wenn sie sehr alt ist und in den Stein geritzt. Aber hier soll wohl Schracker Crew geopfert werden, damit sie keine kleinen Kinder klaut. Gleich eine wichtige Frage. Könnte ich auf Tierkunde würfeln, ob die Spinne was sieht? Ich weiß ja nicht, was für eine Spinne ist, deshalb wird es wahrscheinlich funktionieren, ne? Was sieht? Also Spinnen orientieren sich, auch wenn sie 8 Augen haben, vor allem an Erschütterung. Bei mir geht es halt darum, wenn ich jetzt mit der Fackel reingehe, sind wir ja sozusagen sowieso extrem sichtbar, ob es dann überhaupt sinnvoll ist, da leise reinzugehen, wenn wir mit einer Fackel da reingehen sollten. Ja, kannst gerne eine Tierkundeprobe würfeln. Spinnentiere wäre als Spezialisierung erlaubt. Ich möchte gerne auf dem Weg zur Spinnenhöhle so Felsbröckchen oder größere Steine sammeln. Ja, das kannst du ohne Probleme. Eins soll mir reichen. Also du weißt halt nicht viel über Spinnen, aber sie haben 8 Augen, sie haben 8 Beine und sie haben gefährliche Zangen. Und sie können in allen Größen und Formen auftauchen. Sie sind giftig, aber wie sie sich orientieren, weißt du nicht. Die Frage ist jetzt immer noch, gehen wir damit, versuchen wir überhaupt leise zu sein, wenn wir denken, dass sie uns mit der Fackel sieht? Ja, wir sollten nicht im Dunkeln reintrappen. Ja, die Orlak wissen, dass viele Funkelsteine drin. Wir haben geguckt, aber 2 Goblins gefressen, 2 Suchlak. Damit spinnen Edelsteine. Und deswegen Schakakro gefährlich. Tau. Ja. Meister Kasim konnte mit seiner Magie Licht herstellen, Licht schaffen. Könnt ihr das auch? Das sollte nicht das Thema sein. War zumindest deutlich heller als eine Fackel. Aber der Gedanke ist ja, wenn wir jetzt da reingehen, wie viel Licht wir haben, ist ja erst egal. Es kommt darauf an, ob es dann sinnvoll ist, überhaupt leise vorzugehen, wenn wir sowieso davon ausgehen, dass die Spinne uns sieht. Kann ich mal auf Tierkunde würfeln? Ja. Aber schadet doch nicht, leise reinzugehen, auch wenn wir Licht haben oder nicht. Wir verlieren doch nichts dadurch. Spinnen sind sehr lecker. Spinnen sind sehr lecker. Wir und gefährlich. Essen, wenn wir sie getötet haben. Ja, nein. Ich möchte gerne losschleichen in den Höhleneingang hinein und in die Dunkelheit spähen. Unge hat noch gewürfelt.